Und damit herzlich willkommen, Let's Play Plants vs. Zombies mit dem bösen Chaos Joker und ja. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Ein Let's Play. Ach, mal hinsetzen hier. So, ein Let's Play, was ich mache für ein gewisses kleines Hoppelhäschen. Und ja, ihr seht auf dem Bild ungefähr schon, wie es da abgehen wird später. Das Ganze ist ein Semi-Blind. Und ich lege einfach los. Ich erkläre wie immer beim Spielen. Ja, ist eigentlich ganz simpel. Also, Zombies wollen euer Gehirn essen und ihr pflanzt ein paar Pflanzen, die euer Haus verteidigen. Dazu braucht ihr Sonnen, die vom Himmel fallen oder auch von gewissen anderen Pflanzen produziert werden können. So, und wenn ihr solche Pflanzen habt, nehmt ihr sie, setzt sie unten hin und dann geht das große Geballer los. Zack, Kopf ab. Jo, gut. Hier in den ersten Leveln, also ist noch kein Ding. Ist kein Hexenwerk. Alles zu machen. So, tschüss hin. So, das Interface. Ja, die Pflanzen erscheinen in Form von Karten. Die wiederum ihr hier oben ausbilden könnt. Da seht ihr auch eure Sonnenenergie, die ihr aktuell habt. Jo, das war schon der erste Level. Und dafür haben wir bekommen eine neue Karte. Oder besser gesagt, eine neue Pflanze. In dem Fall eine Sonnenblume. Diese Sonnenblumen sind verflucht wichtig und die werdet ihr extrem brauchen. Warum? Erkläre ich euch jetzt. So, wir pflanzen eine Sonnenblume. Und normalerweise fallen ja immer solche Sonnen hier runter, so wie jetzt. Aber achtet auf die Sonnenblume. Zack, sie gibt uns noch eine extra Sonne. Das heißt, mehr Kohle, um mehr Pflanzen zu setzen. Und daher sind diese sehr wichtig. Und ja. So, noch dazu sorgen diese Sonnenblumen dafür, dass die Karten sich schneller wieder aufladen. Wenn ihr so eine Pflanze gesetzt habt, wird die Karte grau und geht so langsam nach oben. Zu hellgrau. Und ja. Das heißt, ihr könnt nicht beliebig viele Pflanzen hintereinander setzen, auch wenn ihr genug Kohle hättet. Oder genug Sonne, so muss man sagen. Müsst ihr mal warten, bis sie wieder verfügbar sind. Und je mehr Sonnenblumen ihr habt, desto schneller laden diese Karten nach. Desto mehr und schneller könnt ihr pflanzen. In dem Fall für jeden Level würde ich sagen, 6 Stück reichen. An Sonnenblumen. So. Viel kann da nicht mehr kommen. Also die Sonnenblumen, wenn ihr so wollt, sind wie so eine Art Kraftwerk. So. Ja, die Mucke ist geil. Da gibt's ja mal gar nichts. Ja, ich bin geneigt, mir so einen Soundtrack davon zu suchen und das mal so im Hintergrund immer laufen zu lassen. Naja. So, müsst ihr jetzt die letzte Welle anrauschen? Genau. Denn wenn ihr mal auch darauf achtet, unten rechts ist so eine kleine Leiste, die bestätigt von links nach rechts wandert, die euch anzeigt, wie weit die Zombie-Welle schon fortgeschritten ist. Diese kleinen Fahnen, die es da gibt, stehen dafür, dass so eine solche Zombie-Welle, eine etwas größere Zombie-Welle naht. Wobei das in dem Fall in den ersten Leveln sind es ein paar mehr, aber das ist alles zu verkraften. In dem Fall war es das schon. Wir bekommen eine neue Karte. Die Cherry Bomb. Und Leute, ihr werdet die Cherry Bomb lieben, die ist cool. Die kann richtig was. Zeige, was sie macht, sie explodiert, ja. Und das ist ganz cool, weil da kann sie mehrere Zombies bei mitnehmen. Ist für Notfälle unabdingbar, dieses Ding. So, wir starten einfach weiter durch in den nächsten Level. Komm auf. So. Und da kommt schon die Welle angerauscht. Irgendwie
Leute, ich brauche mehr Sonne. Danke. Ja. Irgendwie habe ich noch. Ich habe noch gar keinen Gegrüß irgendwie. Ja, an der Stelle wieder den Gruß an unseren guten Luxi. Schaut euch das Spoiler-Let's Play an. Sehr gut gemacht. Sehr cooles Spiel auch. Was ich nie gedacht hätte. Aber es ist doch. Ja, es ist ordentlich. Ist auf jeden Fall cool. Jo. Dann noch ein Gruß an besagtes Hobbelhäschen, das ich bereits schon erwähnt hatte. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer Hobbelhäschen ist, dann sage ich euch Edge, das sage ich euch nicht. Ihr könnt es ja selber rausfinden. Ja. Oh, und da sehen wir schon. Ein neuer Zombie naht. Und zwar der hier mit der Pylone auf der Rübe. Der hält ein wenig mehr aus als seine Artgenossen. Deswegen müssen wir dem mal lieber zwei P-Shooter dahin pflanzen. Weil wir müssen ihm erst, ja, wir müssen ihm erst die Pylone von der Rübe schießen. Jetzt wird er zu einem normalen Zombie und dann, naja, der ist passt schon. So. So. Und so langsam nimmt das hier Konturen an. Das ist sehr gut. So. Lange kann das auch nicht mehr dauern. Da kann nicht mehr viel kommen. Und die letzte Welle. Yep, die letzte Welle. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur noch ein bisschen extra Energie, um die Cherry Bomb zur Hand zu halten. Wobei ich nicht glaube, dass die Zombies wirklich weit kommen werden. Aber ich kann euch die Cherry Bomb ja mal vorführen. Ihr legt sie hier hin. Bam! Alle weggesprengt. Yo. Und dafür gibt es eine neue Karte. Die Walnut. Walnut ist cool. Die Walnut ist so eine Art, ja, wie so eine Art Blocker. Zeige ich euch aber, wenn das Ganze im Einsatz ist. So, und wir haben zwei Flächen mehr bekommen. Jetzt haben wir fünf und der volle Rasen ist da. Jetzt können auf fünf Bahnen die Zombies ankommen und versuchen, mein Haus zu stürmen. Was ihnen nicht gelingen wird. So, ich müsste jetzt langsam die erste Welle anrauschen hier. Das wäre zumindest ganz cool, wenn sie anrauschen würde. Kommt schon der erste einsame Zombie. So. Und irgendjemand werkelt da in seinem Auto rum bei mir, glaube ich. Höre ich gerade bei mir im Hintergrund. Oder nein, irgendeiner lässt seinen Motor laufen. Das ist ja noch viel schlimmer. Das ist unnormal. So was geht gar nicht. Aber gut, hey, es ist ja mal einigermaßen kühl draußen. Deswegen das muss man ausnutzen. Da kann man auch mal das Fenster auflassen. Auch wenn man dann alles immer mitkriegt. Das ist, finde ich jetzt nicht so toll. So. Und irgendwie brauche ich mehr P-Shooter und mehr Sonnenblumen. Wobei es sich bis jetzt von der Angriffswelle her noch in Grenzen hält. Also jetzt noch nichts, was mich jetzt in Schwitzen gebracht hat. Jo, wir sind schon unten hier beim Level Progress. Wir haben schon die Hälfte durch ungefähr. Das heißt, hier kommt nicht mehr so viel. Na, kommt meine Sonnenblumen. Jo, so ist fein. Mehr davon.